So. Dann auch hier alles wegrabbeln. So, da, da, hier, da, da. Ja, also ich weiß auch nicht. Ich meine, irgendwo ist es mir klar. Die Axt hält das ewig aus. Die repariere ich nachher. Ja, ja, schon klar. Das mit dem... Hä? Oh. Oh nein. Alter. Es ist abends um 23 Uhr. Ich habe jetzt keinen Bock auf so ein... Gelaber. So, Moment, das mache ich jetzt erstmal zu hier. Weil, wie immer, sicher hier durch die Gegend laufen, ne, ist bekannt, das Problem. So, dann klopfe ich mir mal die ganze Wand raus, damit ich ein paar Steine bekomme wieder. Oh, das bleibt so. So, da machen wir mal ein bisschen was raus. Und da haben wir wieder ein bisschen was. Wenn wir das natürlich alles so schön hier ausrichten, da wird steinmäßig nicht viel rauskommen, aber wir haben auch viel Stein. Also so ist es nicht. Wir haben zu Hause ja noch Unsummen von Stein an Stein liegen. Oder war das? War das so? Ich glaube, war das in der ersten Welt? Ich weiß es gar nicht. Irgendwo haben wir viel Stein. Ich freue mich schon drauf, dann in die neue Welt zu gehen. Was ist denn heute mit der Mucke los? Ich freue mich schon drauf, dass wir dann wieder... Jetzt muss ich mir erst mal eine Spitzhacke machen, bevor ich das hier abernte. Ich freue mich dann schon drauf, jetzt zum dritten Mal hier, dass wir dann wieder unsere Staffel 1 Gegend gehen. Achso. Und da dann schön, so, kommt mal her. Und da dann schön, mit den neuen Updates da uns zusammenfahren könnt, das ist mega geil. Gefällt mir. Ich frage mich, wie man das beabsichtigt, wie man das berücksichtigt, dass keine Babyzombies spawnen. Spawnen ist ein gutes ach, egal. So, Moment. Dann brennen wir mal das da, dann brennen wir mal das da. Der Rest ist nicht zum Brennen. Der Rest ist zu mir reinwerfen. So, dann kann man hier unten den koppelt und das kommt da rein. Und da können wir uns nämlich jetzt auch einen Bogen bauen. Achso, die Fledermaus, komm rein. Na komm. Oh, süß. Können wir uns auch einen Bogen bauen mit dem Holz, was wir haben. Oh, wir haben ganz schön viel Holz, ne? Das gefällt mir. So, bauen wir uns einen Bogen. Klack. Dann, das ist eine sehr gute Idee. Und zwar haben wir hier unten ja das Problem, dass wir natürlich... ...nicht so viel Essen haben. Also warum fischen wir nicht? Das war jetzt nicht geplant. Moment. Das mag jetzt im ersten Moment seltsam klingen, aber warum denn nicht? Dann nehmen wir uns das Bett und packen das Bett mal ein bisschen mehr... guck mal, hier hinpacken. Und sollte jetzt eigentlich funktionieren, oder? Ja, das, also wir wirklich nichts mehr zu essen haben, also wir haben ja auch Zombiefleisch und so, aber... Lalalala. Wir können Fische fischen. Glaube ich, ich probiere es gerade, ob es funktioniert. Geht das? Hallo?
Huhu. Ich glaube, das ist vielleicht noch ein bisschen zu wenig. Ist aber auch kein Ding. Denn das kann man ja ändern. So, wenn man sich jetzt hier erstellt. Dann sollte es doch theoretisch funktionieren. Na kommt schon. Geil. Roher Kabeljau. Hat sie es Kabeljau genannt? Echt jetzt? Ist ja geil. Ist jetzt umbenannt. Normalerweise ist das nämlich kein Kabeljau. Das ist, wir können einfach unter Wasser fischen. Wie geil. Wie geil ist das bitte? Wenn wir jetzt noch rote Pilze finden, sind wir richtig glückliche Menschen. Achso, ich wollte mir eine Spitzhacke mal machen. So. Spitzhacke. Dann nehmen wir uns eine von unseren jetzt sehr seltenen Diamanten. Spitzhacke vor allem, ich wollte meinen Hammer bauen. Hammer, Alter, was hab ich nur? Eine Axt des Hammers. So, dann kommt nämlich der ganze Spaß nochmal hier rein. Der Eimer kann... Den Eimer fülle ich mal mit Wasser. Weil wir hier drüben ja vorhin Lava gefunden haben, ne? Ach, hi! Na, wie geht's? Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne rausfinden, wo die Lava herkommt. Ah, die war ein Stück weiter hinten, gell? Gold. Na gut, Moment. Oh, rote Pilze. Lol. Wie viel Glück wir haben? Lol, lol. Wie viel Glück haben wir bitte? Also wir haben echt, Glück. Ich bin begeistert, muss ich gestehen. Das werden wir natürlich später erstmal erkunden. Ich gucke gerade, ob ich was Wichtiges finde. Ich nehme gerade mal die Spinnweben mit, weil wir die auch ganz gut gebrauchen können. Da war eine Hexe. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Sie hat mich nicht getroffen. Ah, sie hat mich nicht getroffen. Oh. Oh, guck mal hier. Oh. Tschüss. Da haben wir auch ein paar Spinnweben. Spinnweben, Spinnweben, Spinnweben. Was haben wir denn hier noch? Soweit erstmal nichts Wichtiges. Okay, dann gehen wir jetzt so zurück. Wo kam man her? Wo kam man gerade her? Von hier. Dass das nur läppisch ist und was... Sonst haben wir hier nichts Tolles, okay. Aber ich glaube, läppisches brauchen wir ja. Für Verzauberung.
So, machen wir es mal zu hier wieder. Und dann gehen wir mal hier rein. Läppisches, das da. Geil, wir haben beide Arten von Pilzen. Gold kann ich wieder einschmelzen. Habe ich noch ein bisschen was drin. So. Platz ich mir auch ein paar an und dann kann ich aus den Pilzen nachher auch Suppe machen. Sehr, sehr schön. Dann machen wir gleich mal ein paar Suppenschälchen. Mit dem gefundenen Holz. Ich glaube, 44 sollten reichen. Bin ich sehr zuversichtlich, dass das funktioniert. So, dann haben wir jetzt nämlich hier Doppelkisten. Jetzt können wir anfangen, hier Doppelkisten zu machen. Womit das natürlich alles ein bisschen schicker aussieht. Dann würde ich sagen, wir rüsten einfach mal 4 Kästen mit dem aus. Dann würde ich 6 damit ausrüsten wollen. Dann rüste ich damit das hier aus. So. Dann 4 wieder damit, weil das ein bisschen seltener ist. Dann. Und eigentlich, warte mal, eigentlich. Würde ich da lieber 6-6 ausrüsten wollen. So, 6-6. Dann hier unten machen wir erstmal. Machen wir erstmal 9-9. Dann machen wir hier 4-4. Und dann machen wir hier das. Stopp. Und hier oben lassen wir noch für Smaragde offen. Ich weiß auch mal, was so jetzt. So. Da fehlt noch Smaragde, da sieht das ein bisschen cooler aus. So, alles schön sortiert. So, und dann kommen wir einfach mal hier, weil, weißt du, weil, mach ich jetzt, weil ich es kann. So. Klack und... Und es ging gar nicht so, gell? Stopp, Moment, das war falsch. So. Huch. Damit es ja nicht so langweilig ist. Hänge ich hier mal noch ein paar Gemälde auf. Wow. So, da und dann haben wir hier noch eins. Nehmen wir das. So, sieht schon ein bisschen schöner aus. Weil das vielleicht jetzt, das passt da nicht so hin. Ja, super. Ja, doch. Wunderschön alles. Na. Wo denn? Ich verstehe das mit dem Verwackeln manchmal nicht so bei den Bildern, aber... Na gut. Das sieht schon besser aus. Okay, lass mal das so. Lass uns das mal so. So. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mal mit dem Strip-Mining, ja? Oder was sagt ihr? Weil ich hätte schon Bock, das Strip-Mining auszuprobieren. Dazu müssen wir aber tiefer, weil wir wollen ja nicht in die Tunnel hier reinstoßen. Oh, das war jetzt so nicht geplant, aber... Das gefällt mir auch. Was haben wir denn hier? Wow. Wow. Lal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 a. So. Wie gesagt, das war jetzt nicht geplant, aber... Ich habe mir gerade noch überlegt, das ist eine ziemlich doofe Stelle fürs Chip Mining und in dem Moment ist es dann schon passiert. So. Ich glaube, wir gehen Chip Mining nämlich hier lang. Das ist, glaube ich, eine bessere... Fit! Okay.
Oh, mal so, wir gehen hier runter. Dann wird hier zugemacht. Und dann fangen wir hier einfach, müsst ihr jetzt Höhe 8, genau, das ist nämlich perfekt. Oh. Dann fangen wir jetzt hier einfach an damit. Und Gramm Nummer 3 hoch. Also, weil die Chance größer ist, dass wir was finden. Und da haben wir schon unsere erste Kohle. Super geil. Das grabe ich jetzt aber nicht alles zu, das kann dann so bleiben. Oh, Alter. Oh, was? Und Diamanten. Natur. Oh, Alter, was? Was werden wir hier mit beschenkt? Oh. Was werden wir hier bitte beschenkt? Hä? Oh. Mann. Ich kann's echt... Okay, oh, Alter. Wir sind 5 Sekunden losgegangen und schon... Hier Diamanten und das und hier und das und das und ja, super. Alter Verwalter, ey, das wird, glaube ich, die krasseste Strip-Mining-Tour, die krasseste Mining-Tour überhaupt, die wir je gemacht haben. Sobald wir die Ender-Chest haben, werde ich dann die wichtigen Rohstoffe alle in die Ender-Chest packen, werde mir die ganzen anderen Rohstoffe schnappen dann und dann wird einfach losgelaufen. Und die Rohstoffe hingebracht, Alter, das wird so krass. Okay, da war noch Lava. Strip Mining an der Stelle hier schon mal beendet, weil wegen Lava.